Diese beiden Männer, die ihr hier seht, rechts einmal Galileo Galilei und links Aristoteles, haben etwas gemeinsam. Beide haben sich mit demselben Problem befasst. Sie wollten herausfinden, wie die Schwerkraft funktioniert. Aristoteles stellte die Theorie auf, dass schwere Körper schneller fallen als leichte Körper. Rund 2000 Jahre später hinterfragte Galileo Galilei diese Theorie und erfand einen Widerspruch. Wie, wird doch gleich erklärt. Dass Galilei diese Theorie widerlegen konnte, machte er ein Gedankenexperiment. Er überlegte sich: Haben wir einen schweren und einen leichten Körper? Hier der blaue ist der schwere und der orange ist der leichte. Würde also, wenn man sie gleichzeitig fallen lassen würde, der schwere schneller als der leichte fallen? Das würde so aussehen. Jetzt hat er sich aber überlegt, was, wenn man die beiden übereinander tut? Theoretisch müsste dann der leichte Ball den schweren ja abbremsen. Somit würde der blaue Ball alleine ohne den orangen Ball darunter schneller fallen als so. Das macht jetzt noch Sinn. Was sich Galilei als nächstes überlegte, wäre: Was würde passieren, wenn man die beiden Bälle kombinieren würde? Und wenn man jetzt das betrachtet, müsste der Ball, der kombiniert ist, eigentlich ja schneller fallen, weil er schwerer ist als einer der beiden alleine. Aber wenn man sie jetzt so fallen lässt, dann müssen die zwei langsamer sein, weil der Kleine ja den größeren abbremst. Das macht aber keinen Sinn, da es sich ja um dasselbe Gewicht handelt, welches fällt. Also handelt es sich hierbei um einen Widerspruch. So kam Galilei zum Schluss, dass alle Körper gleich schnell fallen, egal wie schwer das sie sind. Galileo Galilei hatte damals ein großes Problem, denn er fragte sich, wie er den Menschen sein Gedankenexperiment erklären konnte, sodass sie es eben verstehen und dass sie dann glauben können. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Menschen von damals sehr wenig Bildung genossen und deshalb war es für sie eben schwer nachvollziehbar. Wenn die Menschen eine Feder und einen Stein nahmen und es nebeneinander platzierten und fallen ließen, war es unmöglich, dass die Feder den Boden schneller erreicht als der Stein. Weil es damals eben diese Vakuumkammer nicht gab. Das kam erst mit der Zeit. Und deshalb war es für sie eben sehr schwer zu verstehen und daran zu glauben, an diesem Gedankenexperiment. Das war's mit unserem kleinen Erklärvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet aus diesem Video etwas lernen. Danke fürs Zuschauen.